Hallo, meine Liebe, mein Lieber. Ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt hier einmal für dich. Was möchte ab dem morgigen Tag, Donnerstag, Freitag und Samstag auf dich zukommen? Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Etwas noch rüberschieben, damit du das ganz gut sehen kannst.
wird das hier noch etwas rüberstellen. Ich habe das hier noch etwas umgestellt. Karte möchte auch raus. So, meine Liebe, mein Lieber, starte jetzt einmal für dich. Das möchte sich ab dem morgigen Tag für dich zeigen. Hier ist Kommunikation. Hier kann es sein, dass du diese Person schon kennst. Ein Flirt aber auch auf dich zukommt. Das kann jetzt hier auch etwas ganz, ganz Neues sein. Irrelevant, wie du hier schaust, ich sehe mehrere Personen bei dieser Person, sowohl als auch, ob als weibliche oder männliche Person. Also es sind viele Personen drumherum, bei der männlichen Person, sowie eben auch bei dir als weibliche Person oder je nachdem, wie du dann eben auch hier schaust. Es kommt ganz, ganz viel Bewegung. Jemand wird dich fragen, auf einen Kurztrip irgendetwas zu unternehmen. Es kommt mit enormer Schnelligkeit auf dich zu. Wir haben hier den Wagen und die 10 der Kelche. Es ist hier etwas, was sich erfüllend zeigt. Du bist in deiner Erfüllung. Das kann jetzt hier auch Familienglück sein. Irrelevant für was du jetzt eben auch schaust. Du bist in den Dingen, dass ihr gemeinsam auch ganz, ganz viel in Bewegung eben auch bringt. Und dann nochmal auch eine Kommunikation, das kann aus der Vergangenheit sein, also diese Person könntest du schon kennen oder aber auch so, ja, im Außen kann das eben auch ein Flirt sein. Es fordert einen hier sehr, sehr stark. Es ist etwas, wenn es aus der Vergangenheit ist, es ist etwas sehr, sehr starkes, forderndes Event auch. Weil du bist hier im Neubeginn. Kann auch sein, dass hier ein Kinderwunsch erfüllt werden möchte. Zeigt sich hier auch nochmal. Generell, dass du dir etwas erfüllen möchtest. Kontakt ist hier aus dem Ausland, sehe ich. Jemand wird dich kontaktieren aus dem Ausland. Vielleicht hattet ihr lange keinen Kontakt. Es kann sein, dass ihr euch plötzlich wieder begegnet, also wenn du jetzt im Kontakt mit jemandem bist, aus weiter, weiter Distanz, eben auch, ihr habt euch lange nicht gesehen, kann es hier sein, dass man sich wieder begegnet, wieder besucht. Ja, kann hier auch mit Kindern, Familie etc. dann eben auch zu tun haben. Gemeinsames, hier beschließt man sich für Gemeinsames. Transformation ist hier eine Herausforderung. Eine Herausforderung, wenn du jetzt hier in einer Verbindung bist, dann ist es eine große Herausforderung für dich. Irrelevant, mit wem du da dann eben auch bist, werde ich hier kontaktiert. Wird eine große Herausforderung sein. Jemand, der sich auch plötzlich für dich Zeit nimmt. Wir haben hier das Zeitmanagement. Das ist spontan. Also es ist wirklich etwas ganz, ganz Spontanes. Spontan, hier mit der Kommunikation, spontan etwas zu unternehmen. Also ganz, ganz spontan hier in die Dinge eben auch mit dir zu gehen. Ja, jemand möchte einen Neubeginn mit dir, einen Neustart mit dir. Schau bitte, wer das dann eben auch ist. Überfülle eine große Liebe steht plötzlich vor deiner Tür. Das kann lange her sein, was ich schon sagte, aus der Vergangenheit.
Kann hier natürlich auch sein, im Außen etwas, wo du jemanden begegnest und plötzlich kommt in dir dieses Gefühl, dieses von den Zehen der Kerlchen, plötzlich erfüllt sich etwas in deinem Leben. Schwung und Freude. Du kommst leicht voran, nutze diese Energie. Also du bist hier in vollster positiver Energie, aber irgendwie kommt hier etwas dazwischen. Irgendwie ist es so, dass jemand dazwischen funkt. Irgendwie ist es so, dass du damit konfrontiert wirst, wo du dich vielleicht auch schon länger gelöst hast, wo du dich transformiert hast, wo ja plötzlich etwas geschieht, wo du dann nicht mit gerechnet hast. Es ist nicht negativ, nein, das ist es nicht, sondern du hast mit etwas nicht gerechnet, dass plötzlich diese Person wieder auf dich zukommt. Du könntest dich fragen, warum. Ja, also das auch nochmal. Zumindest ist es hier so, dass du in deinen Plänen, in den Dingen, was du gerade tust, wo du hiermit beschäftigt bist, dass vieles in Bewegung eben auch ist bei dir, voller Freude, voller Schwung, Power. Es läuft von allein. Es läuft wie von allein eben auch. Ja, das kann mit einem Wagen auch etwas zu tun haben. Auch das nochmal, vielleicht hast du da gewisses in den vergangenen Tagen etwas abchecken lassen oder repariert oder. Und das funktioniert dann wieder. Es kann auch mit einem Fahrrad, Motorrad etc. eben auch im Zusammenhang stehen. Also alles das, wo du in der Mobilität diesbezüglich eben auch bist. Ja, auch mobil ist dann nochmal im Außen, was sich da dann eben auch zeigt. Also es geht voran in etwas. Du hast viel vor, du hast viel geplant. Und das geschieht mit Leichtigkeit. Ja, es geht hier leicht eben auch voran. Du wirst erfreut sein. Können hier auch sportliche Aktivitäten sein, also irgendetwas, wo du an etwas teilnehmen wirst. Jemand ist sehr, sehr höflich zu dir. Also hier wird man die höfliche Kontaktaufnahme bevorzugen. Sehr, sehr viel Mitgefühl, aufrichtig. Man ist hier sehr in diesem Pflichtbewusstsein eben auch drin. Mit voller Passion und Liebe eben auch. Ja, 10 der Kelche, dich wird definitiv etwas erfüllen. Dieses, was hier geschieht, überfülle eine große Liebe, steht vor deiner Tür, ist ein einschneidendes Erlebnis. Das bekomme ich hier auch nochmal rein. In Kombination der Samurai. Und mit dieser Karte, überfülle eine große Liebe, steht vor deiner Tür, lass sie herein. Also auch, man hat sich stark verändert, man fühlt sich gut, man fühlt sich wohl. Irgendeine Veränderung hat auch stattgefunden bei dieser Person. Das ist hier auch nochmal national, international, dass du da eben auch etwas erfahren wirst und sonst eben auch, was ich schon sagte, die Auslandskontakte. Wir haben hier gleich zweimal den Herrscher. Hier ist es so, fürchte dich nicht vor größeren Verantwortungen. Das bekomme ich hier als allererstes eben auch. Also alles das, was hier so in den Plänen diesbezüglich deiner ist, wo du ganz, ganz viel zu tun haben wirst, fürchte dich nicht. Ja? Also in diesen neuen Bereichen, viele sind hier im Neubeginn, vieles ist was, was neu eben auch Gestalt und Form auch annimmt. Ja, auch nochmal, ja, Machtpositionen zeigen sich hier dann auch nochmal ganz, ganz eindeutig auch etwas, was du dann eben auch durch die Gesellschaft im Außen erfahren wirst. Ist es auch etwas, wo man hier, ja, ist es so, es geht um eine ganz, ganz bestimmte Person irgendwo im Außen, das heißt, sich im Ausland ein Feld zu räumen, ja, das bekomme ich hier auch nochmal, also in gewissen Dingen, wo es hier um Feldzüge diesbezüglich eben auch geht. Verantwortung, viel Verantwortungsbewusstsein zeigt sich hier, ganz, ganz großes Verantwortungsbewusstsein. Man wird Verantwortung in einer Situation übernehmen, definitiv, es ist auch so, dass man hier nicht davon läuft, ja, also wir haben hier schon die Gegebenheit, die sich hier ganz, ganz eindeutig eben auch nochmal zeigt. Schau mal, hier läuft dann auch jemand davon. Also in diesen Dingen übernimmt man Verantwortung. Jemand möchte Verantwortung übernehmen. Also schau da mal bitte. Es geht viel um Friedensaspekte, es geht viel um im Außen, da nochmal um gewisse Dinge eben auch. Ja, die Verantwortung im Sinne von wird jetzt nicht wirklich in gewissen Interessenkonflikten übernommen, zeigt sich auch nochmal ganz, ganz eindeutig. Es geht da nochmal um Dinge, die hier in der Vereinnahmung diesbezüglich eben auch sind. Und wir haben hier auch eine Situation, dass du es hier mit einer Person zu tun hast, wo man dich dunkel diesbezüglich eben auch vereinnahmt. Und da schau bitte.
ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Das kann jetzt zum Beispiel auch sein, dass du glücklich bist in einer Partnerschaft und dann plötzlich so ein Kontakt aus der Vergangenheit eben auch kommt. Auch das nochmal, ja, dass du da eben auch nicht wirklich weißt. Du wirst dieser Verantwortung gewachsen sein, definitiv. Du bist dieser Verantwortung gewachsen. Hier ist starke maskuline Energie, also wir haben hier auch nochmal die männliche Person. Das ist Kraft, Power, Engagement. Du wirst dich den Herausforderungen im Leben eben auch stellen. Dann, Neun der Erde kann hier nochmal Selbstständigkeit eben auch sein für den einen oder anderen. Auch nochmal Single, ja, also hier ist es auch so, dass es irrelevant, wie du hier schaust, wenn die 10 der Kelche, was ich eben sagte, Partnerschaft, dass du glücklich bist, auch nochmal Partnerschaften im beruflichen eben auch, da nochmal Situationen, also alles das, was sich im Team eben auch zeigt, zeigt sich sehr, sehr positiv eben auch für dich und lass dich nicht aufhalten in einer Situation. Diese Person, also was ich dann sagte, starke maskuline Energie, du wirst den Dingen der Herausforderung eben auch gewachsen sein. Ich sehe auch, dass der eine oder andere hierfür gewisses auch keine Zeit hat. Das zeigt sich dann auch nochmal in den Dingen, dass du eben viel beschäftigt bist, aber dennoch hier sehr viel Liebe, Romantik und Flirt diesbezüglich in deinem Leben stattfinden wird. Ja, und das sind hier so Friedensangebote. Also jemand wird hier auch ein Angebot dir machen in Form Frieden und dann nochmal auch im Außen eine Situation, alles das, was ich dann eben auch sagte. Reiße die Mauern um dein Herz nieder. Gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Also es ist so, dass dir definitiv eine Person ganz, ganz viel Wärme gibt in der Verbundenheit. Zweimal Herrscher kann auch Partner sein, Herrscherin, also auch nochmal ein Power-Couple, was ich sagte, im Team, in der Partnerschaft, sehr, sehr starke Gefühle, diese Verbundenheit zueinander, hier sind viele Unternehmungen, ihr werdet viel unternehmen gemeinsam eben auch und wenn du Single bist, was ich schon sagte, hier eben auch mit der Neun der Erde kann es eben auch sein, dass sich eine Person dir nähern wird. Also du wirst jemandem begegnen, was ich hier schon sagte. Es ist nur wichtig, dass du deine Mauern und dein Herz eben auch niederreißt. Also dass du in deiner Positivität eben auch bist. Aber hier ist es auch so, jemand wird dein Herz, die Mauern brechen. Ja, in Form eurer Verbindung, beziehungsweise wem du hier begegnen wirst. Hier ist natürlich sehr viel, hier ist sehr viel Flirt. Sehr viel Leichtigkeit, sehr viel Romantik, Anziehungskraft, zeigt sich aber bei beiden. Ja, also es ist, die Romantik sprudelt mit einer Person. Ein Gleiches, die Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Es ist ein Gleiches, ja, also es zeigt sich bei euch als ein Gleiches. Und eine Person, du wirst jemand hinter dir lassen. Ja, entweder was dann abrupt irgendwie in dein Leben kommt, was du für dich eben auch fühlst, wo dieses Ab und An eben auch mal ist und du dich hier, das ist schon etwas Neues, ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Also, dass du wirklich auch mit dieser Person, ob das jetzt im Beruflichen ist oder ob das aber auch jetzt so familiär ist oder, eine Person wird diese Mauern um dein Herz niederreißen, wo du dann ja mehr in diese Dinge gehen kannst, mehr in die Umsetzung gehen kannst. Ja, du wirst dann auch mehr Zeit auch für dich haben, für andere Dinge. Nimm dir Zeit für dich und für die Dinge der Liebe. Ja, also die Venus ist die Liebesgöttin. Romantik, Liebe in der Verbundenheit mit einer Person. Was ich schon sagte. Und hier wird jemand diese Mauern deines Herzens niederreißen. Das ist hier aber auch etwas von Anbeginn. Also hier wird jemand sein, dem du, es ist für viele die Neubegegnung eben auch, oder ihr seid euch schon begegnet, oder es kommt eine enorme Frische in die Partnerschaft eben auch rein. Das kann es auch sein zwischen Herrscher und, also Herrscherin und Herrscher. Also auch da. Und wenn du für dich eben auch merkst, dass dein Partner anderweitig irgendwie unterwegs ist, dann fühlst du das eben auch im Jetzt schon für dich. Dann ist es aber auch so, 3x-4x-Konstellation, dass man so oder so in einer Verbindung ist zu einer anderen Person. Ja, also da fühlt man sich sehr, sehr stark einer anderen Person hingezogen.
Und da ist es natürlich auch so, Verantwortung da zu übernehmen. Also wenn dann etwas da in diesen Dingen eben auch ist, dass diese Person diesbezüglich Verantwortung übernehmen darf. Ja, vielleicht trefft ihr euch schon ganz, ganz lange irgendwie heimlich, seid in einer Affäre oder ähnliches. Dann kommt dieses Plötzliche dann eben auch. Aber hier möchte jemand mit dir Frieden schließen. Ja? Das kann jetzt auch mit Kindern zu tun haben. Das kann jetzt auch mit den Eltern zu tun haben. Also auch die Versöhnung zeigt sich hier nochmal. Auch natürlich friedliche Lösungen in einer Situation zu finden. Ja? Und das ist im Außen. Das ist hier ganz, ganz eindeutig im Außen eben aufgefallen. Wir haben hier, überstürze bitte nichts, 10. Schwerter, hier ist starkes Beobachten, Kontrollen, viele Kontrollen, Kontrolle mit dem Wagen, kann hier auch nochmal Blitzer sein, also Radarkontrollen bekomme ich hier, unterschiedliches. Es ist hier etwas, was den einen oder anderen, ja, es ist so Plötzliches, was einen so niederschlägt, also Niederschläge bekomme ich hier auch, also auch nochmal Natur, Erde im Außen, Ausland bekomme ich hier. Dann wiederum ist es so, dass eine gewisse Niedergeschlagenheit eben auch stattfindet, Elanlosigkeit, Kraftlosigkeit, aber hier ist so aufstehend, hier steht man immer und immer wieder auf. Ja, also hier ist natürlich sehr viel Power, hier ist sehr viel Kraft drin in dem Ganzen, weil man stark in der maskulinen Energie eben auch ist, ja, in den Ansätzen, in allen Dingen eben auch. Hier kommt etwas von hinten auf dich zu, plötzlich etwas Geballtes, also plötzlich kommt man hier, es ist wie so plötzlich um die Ecke kommen, plötzlich so dich anzustupsen, plötzlich, ja, so ist man wieder da, plötzlich ist da wieder etwas, also nach einem langen Stillstand, das ist aus, ja, das ist wirklich aus und Ende, es war vorbei und plötzlich macht man dir hier ein Angebot. Überstürze nichts, in allen Dingen überstürze bitte nichts, ist ganz, ganz wichtig. Schaue dir das Ganze ganz genau eben auch an. Es kann sein, dass du eine Person lehnst du ab, damit wird diese Person nicht zurechtkommen. Angebote, die kommen, lehnst du ab. Ich sehe auch, das kann jetzt hier über Kooperationen auch sein, ist ganz, ganz speziell. Ja, wenn du einen Kanal hast, Kooperationen in unterschiedlichen Dingen eben auch. Das kann jetzt Unterwäsche sein. Das kann jetzt aber auch mit Körper, Body Lotion irgendetwas zu tun haben. Es kann auch sein, dass du irgendwo etwas bestellt hast und ja, du siehst da nicht diesen Effekt, hast dich damit eingecremt und eingecremt, weil viele Body zeigt sich hier. Ja, also da nochmal bitte die AGBs eben auch durchlesen. Also auch nochmal Schwangerschaft, gut für deine Haut zu sorgen. Alles was so, ich sehe, dass etwas, ja, sich proportional schnell, was die Haut nicht auf die Schnelle tragen kann. Die Haut kann etwas nicht auf die Schnelle tragen. Also schnelles irgendwie, ja, wenn du zum Beispiel hier in Umständen bist und darf gut für die, für den Körper diesbezüglich zu sorgen, ja, das ist ganz, ganz speziell hier eben auch. Es kann auch etwas zu tun haben damit, dass in der Vergangenheit ein starker Verlust stattgefunden hat. Aber ich sehe das im Außen. Ich sehe etwas in den Geburtsraten im Außen. Aber es ist alles hier, ja, also Gesellschaft, Öffentlichkeit, es ist etwas, was mit der Tod-Geburtsrate zu tun hat. Und vielleicht informierst du dich da oder ähnliches. Ja, das bekomme ich hier gerade rein. Also so etwas bekomme ich auch. Mutter, Natur, Tiere, Erde, Umwelt. Alles das, was im Außen sich da eben auch nochmal zeigt. Auch so Geburtsraten bekomme ich hier auch. Dann ist hier noch etwas ganz, ganz Spezielles. Es kann sein, dass du hier für jemanden einen Abbruch gemacht hast. Wir haben hier den glücklichen Mann und die 10 der Schwerter unter dieser ganzen Konstellation sagt mir hier, dass etwas, du irgendetwas hast du getan für diese Person. Ja, kann natürlich auch sein, dass du im Gespräch bist mit einer Person, wenn, dann weißt du das jetzt schon, ist ganz, ganz speziell. Und dann ist es hier so, dass du mit dieser Person in einer heimlichen Verbindung bist und diese Person aber verheiratet ist und diese Person sich dann eben nicht trennt.
Aber ich sehe auch, das ist irrelevant, wie das ist, ob das jetzt, wenn diese Person verheiratet ist, weiß die Partnerin auch davon oder der Partner oder. Also das definitiv. Das ist etwas, wo man schon eben auch beobachtet hat. Oder man hat das da beobachten lassen. Also das eben auch. Weil es liegt in der Beobachtung. Ja, also das haben wir hier ganz, ganz eindeutig. Und hier auch nochmal, was sich hier dann eben auch zeigt. Und schau da mal bitte, wenn es natürlich um eine heimliche Verbindung geht, dann ist etwas Überraschendes hier. Es kommt etwas ganz, ganz Überraschendes plötzlich, wo man eben auch nicht damit gerechnet hat, dass man in diesem Moment ihr gemeinsam beobachtet werdet. Als Paar eben auch. Also hier freut man sich auch über gemeinsamen Nachwuchs. Das hat sich hier schon gezeigt. Und dann nochmal, was ich dann sagte, in einer Situation, was sich dann eben auch zeigt, wo du für dich dann eben auch schaust. Generell, ob du dann mit dieser Person eben wieder da in die Treffen auch gehst. Es ist hier im Plötzlichen, ganz, ganz plötzlich, was dann eben auch geschieht. Der glückliche Mann zeigt sich hier. Wir haben hier einmal, liebe den Rebellen, die Rebellen in dir und erschaffe dein Universum selbst. Und hier wirst du jemanden die kalte Schulter zeigen, hier wirst du jemanden ignorieren. Und das kann eine ganz, ganz bestimmte Person dann auch wiederum nicht haben. Wild, also es zeigt sich die Wildheit. Ja, im Außen ist das hier Rebellen. Ja, also das zeigt sich da irgendwo im Ausland eben auch. Also da wirst du auch nochmal viel erfahren. Wilderer, auch ganz, ganz stark. Du bist im Neubeginn. Du wirst jemanden, hier was abgeschlossen ist, wirst du nicht mehr in dein Leben lassen. Das ist Ende, das ist Abschluss. Komplette Transformation. Altes geht komplett. Ja, du wirst jetzt hier dich und dein Universum neu erschaffen. Und man könnte dann sagen, dass du in einer Arroganz bist, dass du ignorierst. Jemand, der dich aber auch lange selbst ignoriert hat, möchtest du nicht mehr. Ich sehe, dass du etwas ganz, ganz Bestimmtes eben auch nicht möchtest. Hier ist eine Person, das kann zwischen eurer Verbindung sein. Diese Person hat eine Abneigung gegen euch, gegen dich. Das ist dann eine machtvolle Person. Eine sehr, sehr machtvolle Person. Kann in der Firma sein, kann unterschiedlich eben auch sein. Kann eine Mutter, eine Schwiegermutter, Großmutter. Höchstwahrscheinlich hat diese Person Tiere. Ein Tier. Hier sehe ich auch etwas. Es ist im Außen etwas, ganz, ganz speziell. Hier ist jemand mit einem Tier und tut so, nö, das ist nicht mein Tier. Das Tier gehört nicht zu mir. Dann auch, dass die Gesellschaft kulturell dann nochmal für den einen oder anderen da Personen sind, dass eure Verbindung nicht anerkannt wird. Oder jemand zu dir öffentlich nicht steht. Du kannst es mit einem Spezialkunden oder Kundin zu tun haben. Das ist Maßanfertigung hier. Das ist Maßanfertigung. Und diese Person, ja, du sagst vielleicht besser eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner. Und dann sagt diese Person, nein, das kann aber nicht sein. Das kann nicht sein. Sie haben da nicht richtig gelesen. Sie haben da nicht richtig geschaut. Das ist meine Nummer. Das ist das, was ich trage. Schauen Sie mal nochmal nach. Das sehe ich hier auch. Kann hier nochmal Änderungen in Größen sich zeigen. Ist auch ganz, ganz speziell. Also irgendwie, dass man sich da um die Maße ja, streitet. Das sind aber so die Maße und maßgefertigt auch für Tiere, das auch nochmal. Schleifchen, Bändchen, Hütchen, Westen, Pullover, Capes. Also hier zeigt sich schon einiges. Also auch eine Größe, die irgendwie veranlasst wird. Irgendwie passt das da nicht. Und du bist dann die Maßschneiderin oder Maßschneider oder wo ich dann sagte, wo man da irgendwo hingeht. Und dann ist eine Beschwerde, dass das nicht passt. Das passt aber gar nicht. Das nehme ich nicht an. Das passt nicht.
Ich habe das so und so bestellt und dementsprechend möchte ich das dann auch so haben. Ist auch so, nö, das sehe ich nicht ein. Also hier ist jemand, ja, ganz schön fordernd. Also dich fordert etwas. Und du musst das dann irgendwie machen, biegen, also irgendwie alles da organisieren, damit diese Person dann eben auch zufrieden ist. Stoffe könnten das auch sein, ja, es kann auch um eine Hochzeit oder ähnliches gehen, also das auch nochmal. Dieses Rot ist aber kein Rot, dieses Rosa, Weiß oder ähnliches, das ist aber nicht so, wie ich das bestellt habe. Also das liegt ja schon für den einen oder anderen so in einer Beschwerde eben auch drin. Aber dabei, ich sehe, dass das passend ist. Also ich sehe nicht, dass der Fehler bei dir ist, sondern das ist passend. Ja, also das auch nochmal, es ist passend, aber irgendwie ist es so, dass hier bei dieser Person eben auch ganz, ganz eindeutig so dieses ist, so diese Einsicht nicht haben. Vielleicht hat das Tier irgendwie Winterfell bekommen, ja, fürs Schleifchen oder hier man hat zugenommen oder abgenommen. Also die Herrscherin, das ist ja schon wohl genährt eben auch, ja, also schau mal. Es ist hier etwas, was in der Beschwerde eben auch liegt. Und das kann in unterschiedlichen Dingen eben auch so sein. Kann hier sogar sein, den Pelz habe ich aber nicht bestellt. Also das sehe ich hier auch, dass man sich dann irgendwie beschwert, das ist aber nicht das und das ist aber nicht jenes, so wie ich das dann wollte. Und es ist aber genau das. Also bitte reg dich da nicht auf, es ist ganz, ganz wichtig. Du bist hier, also in dieser Energie, ja. Und was ich dann sagte, du lehnst ab, also für dich ist das dann gegessen, für dich ist das dann fertig. Du diskutierst da nicht mehr, du sagst es vielleicht dreimal und wenn du es dreimal sagst, reicht es ja. Eigentlich reicht ja schon einmal, aber hier ist es so, die Konfrontation mit einer Person, da du es mit einem Härtefall zu tun hast, ist es wirklich so, dass es unverstanden wird, ja, also dass es da ein Missverständnis gibt aufgrund keine Einsicht, weil diese Person eben darauf besteht, das ist aber so und so und so. Die Größe, das Bestellte, was auch immer, ja? Und darauf besteht man dann eben auch. Kann auch eine Kette sein, das ist zu kurz. Also wenn, dann bekomme ich es mit einer Enge, es ist zu kurz, es ist, man bekommt es nicht zu, jetzt muss ich das hier einmal abdecken. Ja, also eigentlich ist er so schon da, ja. Also, da sind Dinge, mit denen du konfrontiert wirst und da ist dann so, vielleicht hier auch, ja, also Einladung, nein. Also diese Personen kommen nicht, das auch nochmal. Es ist natürlich auch so, dass du, ja, wenn du hier eine Hochzeit oder wenn du irgendetwas vorhast, irgendetwas auch im Beruflichen, etwas da geplant hast, dann suchst du dir natürlich Personen raus. Wenn du es mit Personen zu tun hattest, die dich in der Vergangenheit hier eben da stark beeinflusst haben, ist es auch so, dass du diesen Kontakt nicht mehr möchtest. Auch das. Und diese Menschen könnten sagen, du bist jetzt arrogant. Ja, auch das nochmal, das sehe ich hier auch. Aber es ist so, dass du dich einfach davon nicht mehr vereinnahmen lässt. Du schaust, wer auf diese Party kommt. Du schaust, wen du da einlädst. Und genauso andersrum ist es so, dass man hier in der Familie, dass gewisses eben auch da sind, da wird genau, ja, so eine Liste angefertigt im Buch, das wird genau eingetragen, diese Personen dürfen kommen und diese Personen dürfen nicht kommen. Auch das nochmal, das ist ganz, ganz unterschiedlich eben auch hier. Aber hier kann ich dir sagen, du hast es definitiv mit einem Härtefall, wirst du es zu tun, eben auch haben. Und du schaust aber auf deine Energie, ja, also du schaust auf deine Energie. Ein Neubeginn. Da wirst du dich nicht lange irgendwie, was ich schon sagte, einmal reicht, dreimal, beim dritten Mal ist es dann irgendwo verstanden. Ja, und da braucht niemand mehr irgendwie nochmal nachfragen und nochmal nachfragen. Aber hier hast du es mit jemandem zu tun, Kunde ist König, ja. Also das ist hier schon, ja, ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Aber dann hast du es hier mit Spezialkunden eben auch zu tun. Ja, ich sehe es als ein Fachgeschäft und als Designer oder maßgeschneidertes dann eben auch. Ja, auch das nochmal, Schneiderei. Vielleicht machst du etwas nebenbei, du schneiderst eben auch sehr gut und das muss dann irgendwie passend sein. Aber irgendetwas hat stattgefunden,
da passen die Maße nicht mehr. Ja? Und vielleicht war diese Person eben lange nicht mehr da und wundert sich dann, warum die Maße nicht mehr passen. Und dann geht eine Diskussion eben auch los in Form dieser Maße. Es hat doch mal gepasst und zwischenzeitlich hat man vielleicht entbunden oder. Ja, auch das nochmal. Schau bitte. Verwandlung, deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag immer intensiver. Ja, und das kann jetzt auch in der Kosmetik sein, das kann jetzt hier in Form, was ich dann sagte, Hautpflege auch sein, Massage etc. Also unterschiedlich dann eben auch. Also ich sehe auch, dass du dieser Person ein Angebot machst mit dem Page der Münzen, also es kommt ein Angebot. Diese Person sagt dann, nein, das möchte ich nicht. Oder es kann sein, eine Feierlichkeit. Man wird erstmal so ja, ausgeladen und später kann man dann irgendwie noch dazukommen. Und dann sagst du vielleicht, das brauche ich nicht mehr. Ja, so bist ja kein fünftes Rad am Wagen. Oder du bist für etwas der Chauffeur, die Chauffeurin. Man fragt dich nur zu gewissen bestimmten Dingen und das wirst du dann eben auch nicht mehr tun. Auch das bekomme ich hier. Also fahren kannst du, aber das andere eben auch nicht. Dann nochmal sehr, sehr starkes, was mit Tieren eben auch zu tun hat. Fälle, Tiere etc. eben auch, ja. Tiere, Umwelt generell. Vielleicht hast du auch einen Beauty-Salon oder ähnliches. Schau bitte. Also nochmal mit dem Krafttier, es kostet dich ganz, ganz viel Kraft und Stärke. Gesellschaft, was ich eben auch schon sagte, da findet eben auch einiges statt. Aber auch etwas, was kurzfristig dann nochmal abgesagt wird. Schau da mal bitte. Und das sind unterschiedliche Dinge. Dann ist es was Privates dann eben auch. Oder in Dingen dann, was ich dann sagte, wo bestimmte, ja so eine geschlossene Gesellschaft. Es ist eine geschlossene Gesellschaft. Du kommst da nicht rein, ja. Und da machst du dir gar nichts draus. Brauchst auch nicht rein. Also schau da mal bitte. Und dein Krafttier, ganz, ganz wichtig. Schau bitte individuell für dich. Dein Krafttier gibt dir ganz, ganz wichtige Botschaften und ganz, ganz viel Kraft, je nachdem, was für Krafttiere, womit du dich da eben auch verbunden fühlst. So, meine Liebe, alles, alles Liebe, eine wundervolle Zeit, fühl dich umarmt, bis dahin.